Warner Brothers, Interactive Entertainment, Vertigo und Telltale Games, jawoll! Ihr könnt sicherlich denken, was das ist. Ja, The Wolf Among Us. Wie schon im Titel wahrscheinlich zu lesen. Mit Hilfe von Schote.bits übersetzt, jawoll, wie schon bei Episode 1 von Staffel 2 von The Walking Dead. Genau so. Wir klicken einfach mal irgendwo random hin, damit das Spiel auch starten kann. Jawohl, Wolf Among Us. Ich habe ja versprochen, dass ich dieses Spiel auch machen wollte. Und gerade jetzt, wo Staffel 2 bzw. Episode 2 demnächst erscheinen soll, dachte ich mir, das passt ja ganz gut. Und wenn es schon mal auf Deutsch gibt mit Schote Bits Hilfe, dann mache ich das erst recht. Blablabla. Ich schnuschel schon wieder. Wir starten einfach direkt mal los in Episode 1. Und da bin ich ja mal gespannt. Episoden passen sich, wie schon bei The Walking Dead, den getroffenen Entscheidungen an. Die Spielweise beeinflusst den Handlungsverlauf. Jawohl. Und an der Stelle möchte ich vor allem auch erstmal vorlesen. Vor langer Zeit gab es in New York eine Siedlung, genannt Fabletown. Diese Siedlung existiert seit mehreren hundert Jahren und wurde von heimatlosen, vertriebenen Märchenfiguren gegründet. Durch magische Zauber, genannt Glamour, schafften sie es, ihre Siedlung vor der menschlichen Welt geheim zu halten. Sheriff Bigby Wolf kümmert sich um Recht und Ordnung. Was? Märchenfiguren? Glamour? Das klingt so ein bisschen wie kunterbunte Barbie-Knutsche-Welt. Aber wir werden sehen, dass wir uns täuschen, Leute. Denn so kunterbunt ist das nicht. Das Ganze ist eher Film-Noir-mäßig angehaucht. Ein bisschen düster, ein bisschen, ja, dunkel. Ich mag den Grafikstil vor allem hier gerade. Richtig schön, sieht original aus wie ein Comic. Und ja, das ganze Ding hier ist quasi eine Adaption, beziehungsweise, ja, nennen wir es mal ein spielerisches Prequel zur Comicreihe Fables. Fables ist, ja, wie gesagt, wie auch schon The Walking Dead, eine Comicreihe allgemein. Und dazu hat Telltale jetzt natürlich wieder eine schöne Vorgeschichte geschustert. Und die nennt sich natürlich The Wolf Among Us. Und ja, lassen wir uns einfach mal drauf ein. Ich habe noch gar keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich meine, bei Walking Dead konnte man ja ungefähr erahnen, worum es geht. Klar, Zombies, man kennt die Serie auch. Es gab einige Charaktere, die auch wieder vorkamen, so wie Glenn und Lilly. Wobei Lilly da ganz anders war als in der Fernsehserie. Und ja. Ja, man sieht eindeutig, Film Noir, der Schnitt, die Einblendungen, sehr stark inspiriert. Mr. Toad? Oh, shit. Bigby! Listen, mate, I know I don't look human. It's a problem, I'll get it. I just stepped out the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Glamour. Cross my heart. I've heard enough of your excuses, Toad. This is unacceptable. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. You can't send me up to live with those animals. You know what I mean. Go see a witch. Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? I don't make the rules. Sorry. I can't give you a free pass on this, Toad. My hands are tied. Right, right. There's too much at stake. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Was da denn los? See? This is what I called you about, Sheriff. You're just gonna stand there? Do something, Bigby. Before he completely tears up the place. I should probably go handle this. Yes, please. Thank you. Furry prick of shite. Tell me how to spend my money. Dad, the lights are shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. Then get the fuck back inside. Wie er mit den Kindern redet. Ist aber auch eine hübsche Wohnung hier. Da möchte man doch leben, in so einer Gegend. Ob es solche Gegenden wirklich gibt, oder sind die nur aus Filmen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer wohnt, in so einer abgeranzten Kackbuchte. Nutze WASD, jawohl. Dann legen wir mal das Ding da unten auf, was auch immer das sein soll. Eine Streichholzschachtel, oh. Ja, warum nicht? Kann man bestimmt gut gebrauchen.
Gegenstände, die du findest, können später von Nutzen sein. Ach, ist ja nett. Das heißt, hätte ich die jetzt nicht aufgesammelt, hätte ich später vielleicht irgendwie die Situation anders lösen müssen können. Keine Ahnung. Räumen wir erstmal in Ruhe auf. Gibt es sonst noch was? Was haben wir denn hier? Wir haben Geld, wir haben Streichhölzer. Ja, das können wir alles ein bisschen durcheinander wursteln. Ich klopfe mal vorsichtig an. Ganz vorsichtig. Aufwachen! Der Staatsschutz. Möchten Sie mit mir über Gott reden? Man haut keine Frauen. Oh, geil. Oh, ey! Big Beer oder was? What are you gonna fucking do, huh? Get the fuck out of the way before you get the axe again. You're drunk, all right? Think this through. If you keep on like this, I won't have any choice but to put you down. Put me down? You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. This isn't last time. Oh! Quicktime Events, gleich zu Anfang. Ach du Scheiße. Ihr kommt wieder mit dem Waschbecken. Sieht gut aus. Aue. Ach du Scheiße. War vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und runter. Okay, okay. Quicktime Events, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Dass es gleich so schnell kommt. Das bin ich ja vom ersten Spiel nicht gewohnt. Au, 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 au. Bisschen laut ist es schon. Hier kommt wieder in den Schrank. Sieht gut aus. Da fühlst du dich bestimmt wohl. Du Scheiße. Und runter. Okay. Ab ins Knie. Wow, 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 wow. Jawohl, jawohl, jawohl. Dabei, dabei. Nimm mal die Couch hier. Leg dir erstmal hin, du olle Sau. Ach, hey, ja, schön. Nimm mal ins Gesicht. Au. Ah, doch schon beim Hingucken weh, ey. Hier, komm. Jetzt machen wir es wie die Tiere. Auf männliche Art und Weise. Ah. Was ist denn das für eine coole Axt? So eine will ich auch. Die sieht cool aus. Mit Runen verziert. Huch. Oh, das war knapp. Ja komm, gib her, gib her. Ich nehm. Tau ziehen. Uff, tada. Na, ich hoffe, ich bringe ihn jetzt nicht um. Gott sei Dank. Boah. Ich hätte vielleicht abwarten sollen. Aber er lebt noch. Ich wollte ihn jetzt nicht unbedingt gleich töten am Anfang. Das wäre nicht so schön gewesen. Hey, if you can't be nice, I'm gonna make you wait outside. Oh, fucking you bug. You bastard. And still. Oh, so freudig. Fuck. Wie das geknackt hat, ey. Shit. What are you doing here? These lips are sealed. Mhm. What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry. You saw the best bits. There's more where that came from, girly. Knock it off. Why was he hitting you? Maybe you should ask him that. I will, but I asked you first. He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. That about cover it, hon? I'm the woodsman, you whore. I saved Little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open and filled his belly full of... Oh. And threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch. Would you excuse me for a moment? By all means. Come on. Yo, das lief anders als gedacht. Ja, mach's dir mal gemütlich. Eieiei, das schöne Auto. Nein, so schön ist es auch nicht. Es ist gelb. Gelb ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe. Was? Hey, Toad. Mike.
Ach, das war auch noch seins. Ja, super. Give me a second. Oh no, by all means. Take your time. So, how good is your insurance? I can't be mad at you. I called you, and you come to help. I can't be mad. But even when you help, things end up more fucked than they started. Well, at least you're not fucking dead. Hui! Mr. Bärchen will ein bisschen schmusen, oder was? Ah, komm hier. Ins Gesicht greifen. Oder in den Hals. Drück, 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 drück! Aua! Ah, das sieht voll aua aus! Ah, komm, drück, 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 drück! Soll man gegen ankämpfen? Keine Ahnung. Soll ich da drücken? Ich drück einfach weiter. Irgendwie bringt das grad nichts. Ah, mir stirbt der Finger ab! Oh je, was ist denn jetzt los? What the fuck? What the fuck? Ja, nett. Alter Schwede. Ja, kurz sich gerade noch so beherrschen, was? Oh, der lebt noch. Oh, das da raussprudelt. Oh, ist das räudig. What are you doing? I'm just getting what he owes me. You all right back there? I mean, your eyes? And the teeth? You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. Reiche Ausbeute. The guy's got an axe in his brain. He's not feeling that. It's more from me. He'll be fine. I'll kill you, you fucking bitch. Let me help you. He's having a bad day. Mach mal. Makes two of us. I guess it's a good thing fables are hard to kill. Suppose it is. Marginal brutal. Ganz minimal. Was macht er? Ja, genau. Mmh, ist das lecker. Oh. Und jetzt nimmst du die noch nicht mal mit. Die wird doch von alleine rausgeeitert. Jetzt komme ich um die Ecke und gebe ihr Feuerzeug. Wie in so einem richtig schlechten Film. Hey, Honey. Soll ich dir Feuer geben? Ja! Schau mir in die Augen, Kleines. Oh, Mann. Who do you work for, really? These lips are sealed. Sorry. Hey, you like my ribbon? Ja, klar. Aber hör mal auf, das Thema zu wechseln, you know. Stop changing the subject. If you don't answer my questions, I can't help you. I'm answering them the best that I can. I feel like we've met before. We probably have. We all sort of knew each other at one point or another. But things change, I guess. I guess. Oh. Kleiner Ehrenfried ist aufgestanden. Shit. Stop. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. He hit you. He needs to pay for that. He's got nothing to give, Sheriff. I checked. Besides, I just swung an axe into the guy's head. I'd say we're even. Maybe I should be arresting you. I'm not gonna be doing this for much longer. So, now's your chance. How much was it he owed you? 100. I'm guessing it'd be bad for you to show up empty-handed. I'll be fine. Na komm hier. Let's see, I've got, ein bisschen habe ich doch noch, was war? 48. It's all I got.
help, right? Take it. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. Just take the money, okay? You got me out of a bad situation back there. Thanks. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office, then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where I am? You live in the smallest apartment in the Woodlands. Everyone knows that. Good to know. You should get cleaned up. You look like shit. And I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. I clean up okay. I'll believe it when I see it. Come on. Hey. I need to tell you something. What is it? Jetzt kommen Liebesgeständnisse. You're not as bad as everyone says you are. Und sie kommt uns nachher in unserem Apartment besuchen. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Ui, ui, ui. Und da verschwindet sie in die Nacht. In die Dunkelheit der Nacht. Ja, das ist typisch Film Noir gerade alles. Bin ja mal gespannt, was uns hier erwartet im Spiel. Wie gesagt, habe ich keinerlei Ideen, worum es gehen könnte. Da ich die Comic-Reihe in keinster Weise kenne. Bei Walking Dead kannte man ja wenigstens noch die Serie, um ungefähr zu erahnen, in welche Richtung das Ganze gehen konnte, könnte, hätte gehen können. Aber hier? Ach, was denn jetzt los? Das Feuerblinkel war das erstmal. Dann geht's ja jetzt das eigentliche Spiel richtig los, oder was hier? Telltale Story, bye. Ich mag den Grafikstil, wie gesagt. Richtig schön ranziger Comic-Look. Das gefällt mir, das gefällt mir. Ich streck mich mal kurz. Der Wolf Among Us. Among Us. Ja, mal schauen, was uns hier, wie gesagt, erwartet. Da ja jetzt bald Episode 2 rauskommt, können wir dann direkt nahtlos weitersetzen. Das finde ich auch ist ganz gut. Dann ist der Cliffhanger nicht so groß und vor allem haben wir jetzt die erste Episode erstmal komplett auf Deutsch. Beim zweiten weiß ich nicht, ob es die zeitgleich auf Deutsch geben wird. Ich werde auf jeden Fall so lange warten, bis Schote Bits einen deutschen Untertitel erstellt hat. Denn meine wären wahrscheinlich nicht so gut. Mein Englisch ist extrem eingerostet. Ich bin ja halt schon Ewigkeiten nicht mehr in der Schule gewesen. Die Woodland Luxuswohnung. Wo Luxuswohnung? Wir wohnen also in einer Luxusvilla-Suite oder was? Gucken wir uns mal das Schildchen hier an. Ja, echt mal. Dann gehen wir mal rein, wa? Sehr sicher. Was haben wir denn da Feines? Stay off. Ach, the grass. Er ist so leise, ich verstehe ihn kaum. Was ist da was Schönes hier? Nö, okay. Einfach nach Hause. Schön ins Badezimmer gehen, erstmal eine Runde waschen. Oder von irgendwelchen Viechern verfolgt werden? Was war das denn? Rotkäppchen? Nein. Die ist ja blond. Blondkäppchen. Come on out. Alright, alright. Beauty. Hello, Big B. I wasn't expecting anyone. Why'd you hide when I walked up? Well, I didn't know who it was. Er ist so leise. You can't be too careful these days. No, you can't. Damn it, I'm late. Was war das denn jetzt? Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. Huh? He worries too much as it is, and... Sure. You promise? I promise. Thank you, Bigby. I'll explain it all to you later. I will, but I have to go. Ja, wie war das jetzt eigenartig? Verstehe ich nicht. Thank you. For trusting me. Really, I appreciate it, Bigby. Was hat denn die da jetzt gewollt? Und dann kommt sie raus und versteckt sich im Gebüsch, wird gesehen und haut dann direkt wieder ab.
Da hätte man sich auch ja nicht erst verstecken brauchen. Hätte ja gleich in die Kneipe gehen können. Alte Schabracke, was denn mit da los, ey? Gut. Ich bin mal gespannt, wie luxuriös diese Luxus-Apartments sind, die direkt an der Hauptstraße liegen. An der Hauptstraße, ey. Ich würde mir niemals ein Luxus-Apartment an der Hauptstraße holen. Das ist totaler Mumpitz, ist das doch. Hier, na komm, wir schnacken den ollen Schlaferich mal direkt an. Hey, you wink? Grimble. Probably for the best. Gucken wir mal hier rauf. No. Schön. Schön. Fassen wir mal hier direkt die Statue an. Titsch, tatsch, titsch, tatsch. Überall Fingerabdrücke hinterlassen. Titsch, tatsch, titsch, tatsch. Du willst ihn damit aufwecken mit so ein bisschen Ping-Pong? Hey, Heidi-Tai. Was war das denn? Musst du richtig gegen prügeln, damit das laut wird. Mein Kumpel hier. War doch nicht. Keine Post, keine Fanpost. So saß. Oh, guck mal hier. Nichts vom Amt. Sie haben Steuern hinterzogen. Böser. Was ist das denn? Oh. Damn thing fell off again. Packen wir es einfach mal darauf. How much longer is this gonna go on? Nimm Klebestreifen, was hält viel länger als der Rotz? Oh, was ist denn da so Schönes dran? Kann man da irgendwie Leute erkennen? Ja, B-Wolf. I think the sheriff would get a permanent listing. So, und nun? Spaß haben? Nee. Hier ist sonst eigentlich nichts mehr, oder? Das ist eigentlich, ich konnte ja irgendwie in der Steuerung auch T drücken. Wofür ist denn das T da? T? T, 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 T. T macht nichts. Oh, der Part ist zu Ende. Und das ging ja aber... Das war ja jetzt... Ja, dann ist der Part jetzt zu Ende, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn der Anfang noch etwas sehr wirr war aus meiner Sicht. Ich habe jetzt auch nicht wirklich durchgestiegen, was, wer, wann, wo, wie, was wollte. Aber das ist halt alles irgendwie erstmal nur Einstieg. Und ich denke mal, dass wir dann im Laufe der Zeit noch das eine oder andere... erleben werden. Telltale ist ja bekannt dafür, dass sie schöne Geschichten erzählen und das auch gar nicht mal so schlecht machen. Also, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Der Wolf Among Us. Among Us? Among Us? Among Joie. Egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf danach, bald auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla.